bleibe dabei, ich unterstütze Ihre Forderungen. Ich denke, die sind berechtigt, mehr als berechtigt. Sie sind ja noch einmal zurückgegangen von Ihren Forderungen. Am Anfang ist es ja 1 Euro und haben Sie gesagt, okay, 1 Euro auf 2 Jahre verteilt. Jetzt haben Sie ja noch mal die Zeiträume nach hinten verschoben. Und ich denke, das Leben besteht in der Regel, wenn man sich nicht, wenn es unterschiedliche Auffassungen sind, aus dem Kompromiss. Und das heißt, dass jeder auch ein Stück zugehen muss auf den anderen. Und das erwarte ich, denke ich, auch von dem Herrn Piepenbrock, dass er auch mal gucken muss, wo ist denn sein Kompromissvorschlag. Ja, so dass ich sage, ich unterstütze Sie weiterhin in Ihrem Ansinnen und wünsche Ihnen, dass Sie viele Mitstreiter finden, dass Sie viele Kumpels auch aus vom Eco, sage ich jetzt einfach mal, finden, die sagen, jawohl, eure Forderungen sind berechtigt. Sie haben ja jetzt hier große Aktionen gestartet an den Toren und ich denke, da sollten Sie weitermachen. Und sag mal, die breite Solidarität, nur das kann für Sie jetzt auch das Fund sein, mit dem Sie buchern können. Ich denke, das ist die einzige Chance. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg in Ihrem Kampf.